Als erstes sehen Sie die Wegbeschreibung auf einer Landkarte. Unser Weg beginnt an der Herzkamper Kirche. Wir gehen auf der Elberfelder Straße bis zur Martin-Luther-Straße und biegen dann nach rechts ein. Wir gehen dann auf dem Schachtweg zum Schacht Neuherzkamp und wieder zurück. Nun geht es nach rechts bis hinter die Gaststätte Spitzbub. Wir queren nach rechts und gehen auf den Weg zum Egen. Nach wenigen Metern wandern wir links in die Straße Hege hinein. Bevor wir hier einen Steinbruch passieren, liegt auf der linken Seite eine alte Köhlerstelle, eine flache Stelle im Gelände. Am Weiler Hege nehmen wir den linken Feldweg. Mit einem herrlichen Blick auf das Felderbachtal wandern wir auf den Bauernhof Fahrentrappe zu. Hinter dem Hof Fahrentrappe wandern wir weiter nach Westen bis zum Lichtloch Nummer 1. Vom Lichtloch wandern wir nach Osten am Waldrand entlang zum Mundloch des Cressiper Erbstollens. Danach wandern wir auf dem Cressiper Weg nach Osten bis zur Löhner Straße. Wir queren die Löhner Straße und wandern wieder in die Lagerstätte hinein. Hinter der Nagelschmiede betreten wir links den Wald. Wir folgen den Wanderzeichen über das Grubenfeld der Grube Sieper und Mühler bis zur Markscheide des Bergwerkes Glückauf. Auf dem Feld der Grube Glückauf wandern wir bis zum Wetterschacht. Wir gehen nach rechts bergauf und dann weiter nach rechts entlang der Grabenpinge, bis dass wir über dem Schacht am Mahl stehen. Hier biegen wir nach links ab und wandern auf die alte Schule Scheed zu. An der Elberfelder Straße gehen wir nach rechts und dann nach links in die Straße auf dem Schee hinein. Am alten Zollhaus auf dem Schee biegen wir nach rechts in den alten Kohlentreiberweg hinein, der nach Herzkamp führt. Nun führt uns der Weg über die Zechenwüstung St. Moritz und die Verhüttungsstelle in der Hütte vorbei zur Elberfelder Straße. Auf der Elberfelder Straße wandern wir weiter bis zur Herzkamper Kirche nach Süden. Nach 8,8 Kilometern erreichen wir wieder unseren Startpunkt. Der Wanderweg beginnt direkt an der Kirche in Herzkamp. Unter der Kirche endet das Flöz Hauptflöz. 1862 wurde diese Kirche von Christian Heiden, einem Barmer Baumeister, gebaut. Dieser Grabstein von Johannes Caspar zur Mühlen war einer der Hauptgewerken der Zeche Sieper und Mühler und war maßgebliches Mitglied der Kirchgemeinde. Die Bauern und die Gewerken haben durch ihre Spenden den Bau dieser Kirche erst ermöglicht, denn früher mussten die Einwohner bis nach Schwelm zur Kirche gehen. Wie an allen unseren Wegen steht am Beginn des Weges eine Tafel mit einer Wegskizze. Dies ist der Blick nach Südwesten. Im Hintergrund sieht man das Deilbachtal
Dort enden all die übrigen Kohlenflöze, die unter Flöz Hauptflöz liegen. Die Wassertürme im Hintergrund stehen an der Grenze zum Devon. Das kleine Stollenmundloch auf der Tafel ist das Wanderzeichen auf diesem Weg. An der Kirche gehen wir nach rechts auf die Elberfelder Straße. Auf der rechten Seite der Straße steht der historische Gasthof zur Alten Post, der leider heute geschlossen ist. Auf der rechten Straßenseite biegen wir nach rechts in die Martin-Luther-Straße ein. Wir halten uns links. Wir wandern nun über den Schachtweg zum Schacht Neuherzkamp. Nach ca. 300 Metern taucht vor uns das große, graue Schachtgebäude auf. Der Schacht selbst lag hinter dem Gebäude. 1714 wurde dieser Schacht 20 Meter von Stöcker Dreckbank abgeteuft. Stöcker Dreckbank verlängerte den Schacht noch 60 Meter tonnlägig und baute bis ins Dalbachtal hinein ab. 1870 wurde der Schacht auf 171 Meter Seige abgeteuft und von der Erzgrube Neuherzkamp benutzt. Diese Grube förderte bis 1911 Eisenstein. Danach förderte die Grube Vereinigte Stöcker Dreckbank und Deutschland bis 1924 wieder hier Kohle. Der Schacht wurde nochmal bis ins Muldentiefste verlängert und 1924 endgültig stillgelegt. Nun geht's wieder zurück zur Elberfelder Straße und dann nach rechts. Gegenüber von uns steht ein Haus in Rähmbauweise. Hier wurde Stockwerk auf Stockwerk gesetzt. Das nächste Fachwerkhaus auf der gegenüberliegenden Seite ist in Ständerbauweise gebaut. Das heißt, die Hauswand wird liegend an einem Stück erstellt. Hier befand sich im Erdgeschoss eine Bandwirkerwerkstatt. Die Bandwirker brauchten viel Licht bei ihrer Arbeit, deshalb sind im Erdgeschoss die Fenster viel größer. Auf der östlichen Straßenseite steht nun die alte Schnapsbrennerei Bröckelchen. Die ist in den 90er Jahren stillgelegt worden. Sehr schön ist hier die alte bergische Haustür. Man kann durch die Türfüllung aus Gusseisen den außenstehenden Ankommenden betrachten. Hinter der Gaststätte Spitzbub queren wir die Straße und gehen nach links. Der alte Förderwagen erinnert an die Zeit des Bergbaus hier in der Herzkamper Mulde. Wir verlassen die Elberfelder Straße und gehen nach links. Wir befinden uns nun auf der alten Landstraße, die von Köln nach Münster führt. Hier sind Parkplätze, die man als Wanderer sehr gut benutzen kann. Wir gehen hier auf dem Egen noch ein kurzes Stück geradeaus und halten uns dann links. Als Abkürzung kann man diesen Weg auch geradeaus weitergehen und kommt nach 1,5 Kilometern wieder auf den Weg. Doch wir biegen jetzt nach links ab in die Hege hinein.
Links vor dem Haus kann man an den Sandsteinen die Spuren der Bohrlöcher erkennen, die der Arbeiter beim Sprengen des Gesteins hergestellt hat. Rechts von uns liegt das Gewerkengehöft Egen. Bauern und Bergleute waren in der Anfangsphase ein und dieselbe Person und Mannschaft. Wir wandern weiter talwärts. Vor dem Steinbruch auf der linken Seite befindet sich im Wald eine waagerechte Fläche, ein Köhlerplatz. Rechts in einer Waldschneise wird der 312 Meter hohe Winterberg sichtbar. Der war früher die größte Erhebung in Sprockhövel. Hier biegen wir nach links talwärts ab. Die Stollen, die das Wasser abführen, liegen an den tiefsten Punkten im Gelände und da müssen wir hin. Wir queren hier gerade die Stadtgrenze zwischen Sprockhövel und Hatting. Der Weg wird nun zum Feldweg. Das Tal weitet sich jetzt und gibt den Blick frei auf die wunderschöne märkisch-bergische Hügellandschaft. Bald wird vor uns das älteste Gehöft in dieser Gegend auftauchen. Am Horizont wird der Langenberger Sender sichtbar. Vor uns liegt die älteste Siedlung in diesem Gebiet. Das Gehöft Fahrentrappe wurde im Jahre 837 zum ersten Mal in ein Verzeichnis des Klosters Werden genannt. Man erkennt, worauf es den Siedlern vor 1000 Jahren ankam. Bearbeitbares Land, Wald und Wasser waren hier im reichen Maße vorhanden. Seit 1716 arbeitet und bewirtschaftet die Familie Mahler dieses Gehöft. Der Wohnbereich steht auch heute noch in dem alten Fachwerk. Gegenüber vom Hauptgebäude befindet sich unter der Traufe eines Nebengebäudes ein steinerner Balken. Auf diesem Balken befindet sich ein Gesicht. Schulze Gebhardt deutet dieses Gesicht als eine mittelalterliche Bannmaske. Hinter dem Hauptgebäude befinden sich noch weitere Objekte aus Sandstein gemeißelt. Der Elefant gehört nicht dazu. Diese Tischplatte ist ein meisterliches Werkstück eines Steinmetzes. Alles, was unser Tun, Arbeit und Geschäftigkeit kann man auf dem Sockel des Troges lesen. AHKD 1819. Und hier steht IPML Anno. Zum Gehöft gehört auch ein Teich. Wir wandern nun weiter talwärts am Gehöft vorbei. Der Weg gabelt sich, rechts wird ein Gebäude sichtbar, das ist die Mühle, die zu dem Gehöft gehörte. Der Kressiper Erbstollen endete oberhalb der Mühle und spendete der Mühle sein Wasser. Hier ist die Treppenstufe im Hauseingang der Mühle. Hier hat der Steinmetz Weinreben herausgearbeitet.
Vielleicht gehören diese Stufe und die Bannmaske zu einem Objekt. Nun gehen wir zurück zum Abzweig und gehen nach rechts. Nach wenigen Metern taucht rechts ein Feldweg auf. Dort gehen wir hinein. Links vor uns in der Wiese zeigt sich ein Lichtloch des Herzkamper Erbstollens. Die Erbstollen entwässerten die Bergwerke. Alle 300 bis 400 Meter wurde so ein Lichtloch neben dem Erbstollen errichtet. Diese Lichtlöcher dienten zur Abförderung der Steine des Hauptwerks und zur Wetterführung der Frischluftversorgung. Dieses hier war 23 Meter tief. Hier ist ein Bild des Stollenmundlochs von diesem Erbstollen, das 2 Kilometer weiter westlich am Auerhof liegt. Wir queren den Bach und sehen rechts noch einmal die Mühle. Am nächsten Abzweig gehen wir nach rechts. Hier blicken wir noch einmal auf das Gehöft Fahrentrappe und auf unseren bisherigen Weg. Wir biegen auf dem vor uns liegenden Weg nach rechts ab. Vor uns am großen Baum in der Wiese liegt das Mundloch des älteren Cressiper Erbstollens. Auf dieser Prinzipskizze erkennt man die Herzkamper Mulde und die 3 verschiedenen Stollensysteme. Der oberste, der Cressiper Erbstollen, erreichte nach 39 Jahren Bauzeit 1784 die Herzkamper Mulde. Der darunterliegende Herzkamper Erbstollen erreichte nach 67 Jahren Bauzeit 1840 die Herzkamper Mulde. Darunter liegt der Dreckbänker Erbstollen, der 1870 die Kohle erreichte und 13 Kilometer lang ist und von Wetter an der Ruhr kommt. Dies ist das Mundloch des Cressiper Erbstollens. Das Mundloch wird heute noch als Viehtränke benutzt. Wir gehen nun wieder zurück. Auf dem Weg vor dem Bauernhof gehen wir weiter nach links. Unser Weg führt uns nach Osten wieder auf die Steinkohlenlagerstätte zu. Am 13. Juli 1784 befuhr der Oberbergrat Freier vom Stein den Herzkamper Erbstollen und äußerte sich sehr lobend. Links von uns liegt der Winterberg und der Cressiper Hof, auf dem werden 300 Stück Rindvieh gehalten. Wo der Wald an die Straße heranreicht, liegt das erste Lichtloch des Cressiper Erbstollens. Hier liegt die steile Halde des ersten Lichtloches. Hier ist der Bericht vom Obersteiger Agatz über den Herzkamper Erbstollen. Der Bericht steht rechts auf der Seite, links die Zeichnungen und der Kommentar des Vorgesetzten. Bei mehreren Seiten beginnt die neue Seite mit dem letzten Wort der alten Seite, damit man nicht was dazwischen setzen konnte. Ganz schwach im Wald erkennt man die Halde eines Lichtloches. Wir haben dieses Lichtloch in den 90er Jahren einmal geöffnet. Es ist 54 Meter tief.
So sieht es von innen aus. Die Maße sind 60 mal 90 Zentimeter. Wir wandern weiter nach Osten. Nun queren wir die Straße Köln-Münster wieder und wandern geradeaus weiter. Ab hier betreten wir wieder das produktive Carbon. Hinter den Zweigen verborgen auf der rechten Seite liegt die Halde des gebrochenen Schachtes Karl. Der Schacht stand 26 Meter senkrecht im Gestein und 20 Meter schräg in der Kohle. Er hatte einen Wetterofen. Links vom Weg liegen die Pingen des Flözes Wasserbank. Früher hieß die Zeche hier Buschbank. Auf der Flözkarte sehen wir unten links Herzkamp. Sie sehen drei Pfeile. Der linke weist auf den Herzkamper Erbstollen. Der mittlere Pfeil weist auf unseren Standpunkt. Und der rechte Pfeil, der zeigt auf das Flöz, an dem wir jetzt gleich entlang wandern werden. Rechts von uns taucht eine alte Nagelschmiede auf. Zur Wetterseite hin besitzt sie ein Schleppdach, das schützt das Fachwerk vor dem heranschlagenden Regen. Kurz nach der Schmiede erreichen wir ein Wegkreuz. Nach rechts geht der Weg zum Schacht Söhngen, geradeaus zur Haltestelle Neuamerika. Und wir gehen nach links jetzt in den Wald hinein. Wir betreten den Wald auf einem alten Kohlentreiberpfad, der hier als Hohlweg ausgebildet ist. Rechts vom Weg geht ein Graben ins Gelände, der als Steinbruch bezeichnet wurde. Doch dazu später mehr. Wir wandern weiter nach Nordosten. Mit den Filmaufnahmen gleichzeitig erneuern wir Wanderzeichen, die verloren gegangen sind. Hier gabelt sich der Weg. Wir bleiben auf der linken Seite. Rechts von uns liegt die Halde des Schachtes Ida. Auch dieser Schacht stand oben senkrecht im Gestein und unten schräg in der Lagerstätte Tonnwegig. Er wurde erst als Förderschacht und später als Wetterschacht mit einem Feuerkübel benutzt. Der damit erzeugte Auftrieb brachte frische Wetter in die Grube. Der Erbstollen mit seinen 2 Quadratmeter Querschnitt konnte diese Leistung einfach nicht erbringen. Dieser Schacht wurde lange als Förderschacht benutzt, denn die Halde dieses Schachtes ist recht groß. Wir folgen meinem Freund Hans-Peter und den Wanderzeichen und bewegen uns auf dem ausgehenden von Flöz Hauptflöz. Links neben uns verläuft ein trockener Bach und die Pingenreihe der Zeche Buschbank. Rechts am Waldrand oben läuft die Grabenpinge des sogenannten Steinbruchs, kilometerweit. Unser Pfad führt uns über das Grubenfeld der Mühlerbank, Flöz Hauptflöz. Das Wasser des Bachbettes links fließt jetzt durch die Grube ab. Auch hier fehlt wieder ein Wegweiser. Die Pingen hier mit Halde sind kleine Schächte, die Pingen ohne Halde sind Tagesbrüche.
Dies ist das Grubenbild der Mühler Bank aus dem 18. Jahrhundert. Oben ist der Grundriss und unten der Seigerriss. Ganz links die Nagelschmiede und Schacht Karl. Ganz rechts ist eine geologische Störung einer Markscheide und die Grube dahinter heißt Glückauf. Der Kohlenabbau vollzieht sich ziemlich rechts, links ist bereits alles abgebaut. Links auf der anderen Bachseite findet man Gräben, die vom Bach zur Lagerstätte der Grube Buschbank gehen. Mit diesen Gräben, Akeldruften genannt, haben die Bauern im 16. und 17. Jahrhundert ihre Gruben entwässert. Diese Gruben hießen damals Kohlberge. Die Pingen sind mit der Kamera ganz schlecht zu erfassen und deshalb klettert jetzt der Peter einmal in so eine Pinge hinein, damit wir sehen können, wie tief die sind. Die Kamera schafft das nicht. Hier kann man die Pinge wesentlich besser sehen. Gott sei Dank ist er wieder lebend aus der Pinge herausgekommen. Nur bei Starkregen sieht man unten im Bach für eine Stunde etwas Wasser. Die Spur der alten Schächte quert jetzt unserem Pfad und der nächste Schacht liegt rechts von unserem Weg. Wir queren jetzt eine geologische Störung, die gleichzeitig die Markscheide zur Grube Glückauf ist. In dieser Spur liegt eine Akkeldruft. Wir betreten die Halde des südlichsten Schachtes vom Bergwerk Glückauf. Der Hans-Peter reinigt die Tafeln. 1737 gehörten drei Viertel der Kuxen dem preußischen Staat und ein Viertel der Kuxen dem Peter Flüßloh. Dieser Schacht Amalie hat die größte uns bekannte Pinge hier in unserem Gebiet. Der Hans-Peter zeigt uns jetzt, wie tief dieser gewaltige Einsturztrichter ist. Am gegenüberliegenden Rand dieses Einsturztrichters sieht man in der Bildmitte jetzt einen schwarzen Punkt, ein Loch. Ich gehe mit der Kamera mal rauf. Das ist das Widerlager der Göpelwelle dieses Göpels. Da drin drehte sich die Welle, auf der sich das Seil aufwickelte. Wir gehen am Schacht vorbei, weiter nach Osten. Die Pingen des Bergwerkes Glückauf begleiten uns. Bald taucht rechts vom Weg eine größere Halde auf. Diese Halde gehört zu einem Wetterschacht der Grube Glückauf. Die hatten die gleichen Probleme wie die Mühlerbank. Keine Luft in der Grube. Hier kann man noch die Schlacke des Wetterofens finden. Hier ist der Trichter. Der Weg liegt links unten. Wir gehen von der Pinge weiter bergauf und gelangen an den ominösen, langgestreckten Steinbruch. Nach meiner Ansicht muss dieser Steinbruch eine andere Aufgabe haben. Die Transportwege sind unverschämt lang und der Stein ist in der Verwitterungszone viel zu brüchig, um als Werksandstein benutzt zu werden. Ich vermute, dass hier Eisenerz abgebaut wurde. Dicht unter der Erdoberfläche war das Eisenerz zu Eisenoxid umgewandelt und konnte im frühen Mittelalter bearbeitet werden. In kleinen Öfen konnte mit Hilfe von Holzkohle
dass Eisenoxid gesintert werden. Man musste den Ofen aufbrechen, um den Klumpen Eisen zu bergen. Aus dem Klumpen wurde mit Hämmern die Schlacke herausgeschmiedet. So konnten die Bauern im Winter ihr wichtigstes Werkzeug, den Pflug, selber herstellen. Wir wandern am Graben entlang bis zu dieser Stelle. Hier ist die Grabenpinge unterbrochen. Hier verläuft die Störung, die weiter talwärts die Markscheide zur Grube Glück aufbildet, durch. Dieser Bereich war nicht nutzbar. Wir biegen hier nach links talwärts ab und wandern auf die Elberfelder Straße zu. Rechts tritt eine kleine Quelle aus der Störungskluft hervor. Der Sandstein hier ist ein großer Wasserspeicher. Ein Kubikmeter Sandstein kann 40 Liter Wasser speichern. Hier ist die Elberfelder Straße. Wir wandern nach rechts ein kurzes Stück auf der Straße. Hinter dem Haus links queren wir die Straße und gehen in die Straße auf dem Schee hinein. Nach links. Vor uns liegt die Straße auf dem Schee. Links hinter der Toreinfahrt steht ein alter Schleifstein, auf dem die Bergleute und Bauern ihr Gezähl und ihr Werkzeug geschliffen haben. Links von uns wird der alte Bahnhof Schee sichtbar. Als hier die Kanalisation gebaut wurde, konnte man in den Baugruben die Flöze erkennen. Das Kohlenflöz ist hier schräg angeschnitten. Deshalb sieht es aus, als wenn es 2 Meter mächtig wäre. Auf der rechten Seite liegt noch ein schöner alter Bauernhof. Und links kommt der alte Ortsteil Schee in Sicht. Bald taucht vor uns das alte Zollhaus auf. Hier wohnte der Heimatforscher und Lehrer Erich Schulze Gebhardt. Eines seiner Lieblingsobjekte war der Steinbruch Wolste mit den Rippelmarken. Einige Teile davon hatte er in seiner Mauer des Grundstücks verarbeitet. Auf der Mauer stehen alte Futtertröge aus Sandstein, die er liebevoll gesammelt hat. Bis 1808 musste hier in diesem Haus Zoll bezahlt werden, denn weiter südlich von hier begann mit dem Großherzogtum Berg das Ausland. Neben dem Auto in der Scheune befindet sich ein wunderschönes altes Heimatmuseum. Vor der Haustür stehen wunderschöne alte Prellsteine. Im Hofbereich stehen schöne alte Steinmetzarbeiten. Der Brunnen vor dem Zollhaus war mit einem Häuschen verschlossen. Dadurch blieb das Wasser sauber. Auf einer Tafel haben wir die Situation hier erklärt. Hier sieht man noch einmal die Situation vor Ort. Wir wandern auf der Zeichnung nach links. Aus dieser Richtung sind wir gekommen. Hier steht, mittlerweile für Treckerbetrieb umgerüstet, noch eine alte einachsige Pferdekarre. Hunderte davon waren im Kohlentransport früher eingesetzt. Unser Weg führt nach Süden, mitten durch die Golfplätze hindurch. Hier findet man keine Spuren vom Eisensteinabbau mehr, denn für den Golfplatz ist alles planiert worden. Rechts wird der Winterberg sichtbar. Die Hecken dieses alten Weges bilden teilweise ein tunnelartiges Gewölbe.
Links und rechts des Weges sieht man die Golfspieler. Immer wieder müssen wir Wegweiser ergänzen, die fehlen. Die Kohlenflöze liegen hier rechts vom Weg und schneiden erst im Wald von St. Moritz unseren Weg. Hier wird der Abbau von Kohleneisenstein dargestellt. Das Hangende ist bei dem Bild entfernt. In der Mitte des Bildes wird Kohle und Erz herausgeschossen. Links davon wird das Hangende nachgerissen und verfüllt den gesamten Hohlraum. Denn loses Gestein ergibt mehr Volumen als das geschichtete Gestein im Hangenden. Links taucht ein größerer Wald auf, der Hilgenbütt. In diesem Wald hat Düsterloh historische Verhüttungsstellen nachgewiesen. Vor uns taucht ein kleines Gehölz auf, das heißt St. Moritz. Dort findet man wieder die Spuren des Bergbaus. Auch hier fehlt wieder ein Wanderzeichen. Sobald der Weg steiler wird, wird er hier zum Hohlweg. Unter den Blättern findet man hier überall Feinkohle. Überall findet man hier die Pingen und Halden. Selbst die Bäume neigen sich in die Pingen hinein. Mitten im Busch steht das Anwesen St. Moritz. Wir gehen am Haus vorbei und gehen hinunter zum Felderbach. Der Weg rechts von uns kommt vom Schacht Söhnken und ist die Abkürzung. Links von uns gab es einen Staudamm und eine mittelalterliche Verhüttungsstelle. Das Gelände ist hier stark durchwühlt. Am Ende des 19. Jahrhunderts hat man hier die Reste der eisernen Schlacke von früher nochmal unter die Hochöfen gejagt und das ist hier alles so durcheinander. Dadurch kann man hier keine Schlüsse auf die alte Arbeit aus dem Mittelalter ziehen. Auf dieser Skizze haben wir das Prinzip der mittelalterlichen Verhüttung dargestellt. Das Eisen wurde nur gesintert, es wurde also nicht flüssig. Aus dem glühenden Eisen schlug man die Schlacke mit schweren Hämmern heraus. Wenn man hier auf die alten Halden schaut, kann man sich vorstellen, dass hier beträchtliche Mengen an Eisen gewonnen worden sind. Wir wandern weiter nach Süden. Rechts von uns liegt jetzt das alte Gewerkengehöft des Engel zur Mühlen, der früher ein ganz reicher Bauer und Kuxenbesitzer war. Auf der linken Seite liegt hinter dem Golfplatz das Gewerkengehöft Großer Siepen. Ein Besuch dieses Gewerkengehöftes lohnt sich, weil dort noch sehr schöne alte Gebäude zu sehen sind. Wir blicken noch einmal zurück auf unseren Weg. Vor uns taucht jetzt bereits der Ortsteil Herzkamp auf und links führt der Weg zum Großen Siepen. Im Wald auf der rechten Seite sieht man bereits den Schacht Luise des Südflügels. Links von uns liegt die letzte Pinge des Nordflügels der Herzkamper Mulde.
auf diesem Weg. Nord- und Südflügel der Mulde kommen sich immer näher, weil die Mulde sich nach Südwesten heraushebt. Vorne am Vorfahrtsschild endet die Bergbauwanderung. Unser Weg führt dann nur noch über die Straße bis zur Kirche. Wie Sie hier sehen können, sind wir auf dem südlichsten Zipfel des Ruhrgebietes gewandert. In dem dunkel schraffierten Bereich liegen die Kohlenflöze direkt unter der Ackerkrume. Weiter nördlich deckt das Kreidegebirge die Kohlenlagerstätte ab.